Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Außenpolitik neu denken. Die Bundesregierung will mehr Diversität schaffen, aber wie? Das ist ein Teil unserer Serie, Veranstaltungsserie Außenpolitik neu denken in Kooperation der jungen DGAP und Diplomats of Color. Mein Name ist Salila Khodari. Ich arbeite im Auswärtigen Amt und bin Mitglied bei Diplomats of Color, der Initiative von by POC-Menschen im Auswärtigen Amt und Diversity, der Verein für mehr Diversität in der Bundesverwaltung. Die Veranstaltung werde ich heute zusammen mit meiner Kollegin Caroline Assad moderieren. Sie ist Mitglied in der jungen DGAP sowie Mitarbeiterin beim Deutschen Zentrum für Integration und Migrationsforschung. Und damit will ich tatsächlich auch schon an Caroline übergeben. Vielen Dank, Salila. Bevor ich gleich unsere beiden Gäste vorstelle und Ihnen das Wort weitergebe, Herrn Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Staatsminister im Auswärtigen Amt, Herr Tobias Lindner, möchte ich gerne ein paar Sätze zur Einrahmung der Veranstaltung sagen. Wie schon der Titel sagt, die Bundesregierung will die Kultur in ihrer Vielfalt fördern. Sie will die Kultur als Staatsziel in ihrer Vielfalt verankern und tritt für Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird an vielen Stellen auf eine Diversitätsstrategie verwiesen, die entwickelt werden soll. So heißt es zum Beispiel für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, dass eine umfassende Nachhaltigkeits-, Klima-, Diversitäts- und Digitalstrategie verabschiedet werden soll. Bei den Bundespolizeien soll die Attraktivität der Polizei als Arbeitgeber durch eine diversitätsorientierte Stellenoffensive erhöht werden. Weitere und ähnliche Referenzen findet man bei den Kapiteln zu Kultur und Medien und zum modernen Staat. Diversität umfasst ja unterschiedliche Merkmale. Gender, Religion, Hautfarbe, Beeinträchtigung, Behinderung sind einige dieser Merkmale. Und Diversität kann auch auf völlig unterschiedlichen Ebenen ansetzen: Personalebene, Strukturebene, Förderebene und so weiter. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Herrn Staatsminister Tobias Lindner und Herrn Jürgen Düsel, Beauftragter des Bundes für die Belange von Menschen mit Behinderungen, über diese Themen sprechen dürfen. Wir hören gleich die Eingangsstatements von Herrn Lindner und Herrn Dusel und würden daraufhin im geschlossenen Panel für etwa 30 Minuten diskutieren, und möchten danach die Diskussion für Fragen der ZuhörerInnen öffnen. Sie können gerne zwischendurch Ihre Fragen im Chat schreiben oder natürlich auch gerne selber die Fragen stellen, wenn die Diskussion geöffnet wurde. So, und somit gebe ich das Wort weiter an Herrn Dusel. Ich fange gerne an und bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich, dass ich dabei sein darf und dass ich Ihnen meine Position zum Thema Diversity nicht nur bezogen auf Menschen mit Behinderungen darlegen kann. Vielleicht sage ich am Anfang wenige Zahlen, damit man das so ein bisschen einordnen kann. In der Bundesrepublik Deutschland leben ungefähr 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Nur 3% von diesen 13 Millionen Menschen werden mit ihrer Behinderung geboren. Der Rest erwirbt sie im Laufe des Lebens, durch Unfall, durch Krankheit, durch irgendeine Situation. Mir ist wichtig, dass uns klar wird, dass die Gruppe der Menschen mit Behinderungen komplett heterogen ist, total unterschiedlich ist. Und zwar so unterschiedlich wie wir alle. Das heißt, wir reden über Menschen mit sichtbaren Behinderungen, wir reden über Menschen ohne sichtbare Behinderung, wir reden über Frauen mit Behinderungen, über Kinder mit Behinderungen, über Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderungen. Also die Intersektionalität spielt da eine große Rolle. Ich verbinde das Thema der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen mit dem Thema unserer Demokratie. Mir geht es darum zu sagen, dass eine Demokratie erst dann demokratisch ist, wenn sie inklusiv denkt und inklusiv handelt. Und wenn wir über Inklusion reden, dann verstehe ich darunter nicht nur die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, sondern von Menschen in ihrer Vielfalt, von Alt und Jung, von Mann und Frau, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, von groß und klein, von dick und dünn und auch von Menschen mit und ohne Behinderung. Ich habe mir ein Motto gewählt, das so ein bisschen beschreibt, wie ich das Thema Inklusion verstehe. Weil oftmals hat man das Gefühl, dass das Thema Inklusion so ein bisschen als Karitativität, als Humanität, als Freundlichkeit, als Nettigkeit verstanden wird. Und ich bin der Meinung, Demokratie braucht Inklusion. Also ich verbinde das Thema der Inklusion mit dem Thema
Demokratie und es geht, wenn wir um Inklusion reden, letztlich um unsere Demokratie, um die Frage, in welchem Land wir leben wollen, welche Werte wir haben und dass wir für diese Werte auch eintreten. Wir erleben ja auch, dass es politische Kräfte gibt, die Demokratie nicht so attraktiv finden und dann Inklusion meistens auch nicht, die jetzt wieder angefangen haben, Menschen verächtlich zu machen, Gruppen versuchen, an den Rand zu drängen und dem klar entgegenzutreten und zu sagen, wir wollen in einem bunten, diversen Leben sein, wir wollen in einer Gesellschaft leben, die Diversität als Wert begreift und wir treten auch für unsere Demokratie ein, indem wir diese Werte stärken, das ist mir wichtig. Menschen mit Behinderung, meine Damen und Herren, sind auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und das ist schön, wenn man das sagt, aber es ist besser, wenn man dafür sorgt als Staat, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass diese gesetzten Rechte auf Teilhabe auch bei ihnen ankommen. Und da geht es um alle Politikfelder, es geht um alle Lebensbereiche und es geht natürlich auch um die Außenpolitik. Es geht um die Außenkulturpolitik. Es geht darum, dass wir verstehen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention nicht umsonst einen Artikel genau zu dem Thema Internationalität und Außenpolitik normiert hat, Artikel 32, in dem wirklich drinsteht, dass Teil der Außenpolitik natürlich auch die Situation von und für Menschen mit Behinderungen sein wird. Und ich bin sehr froh, dass das Außenministerium jetzt eine Diversity Strategy auflegt. Ich bin sehr froh, dass wir auch gute Kontakte ins Außenministerium haben im Zusammenhang mit der Außenkulturpolitik. Ich glaube, wir haben da eine Menge noch nachzuholen. Ich habe so die Wahrnehmung, dass in der Außenpolitik das Thema Diversität und auch das Thema gerade Menschen mit Behinderungen sehr stark fokussiert wird nur auf bestimmte Themenbereiche, aber es geht um alle Themenbereiche und darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Insofern freue ich mich auf die Veranstaltung und sage nochmal, Demokratie braucht Inklusion. Vielen Dank, Herr Dusel. Wir möchten auch nachher unbedingt mit Ihnen über genau diese Verwobenheit zwischen Innen und Außen zu sprechen kommen und auch Ihr Blick auf die Außenpolitik und auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Herr Lindner, Sie haben uns auch einen kleinen Eingangsstatement vorbereitet. Ja, vielen Dank, Frau Assad. Die Teilnehmende, ich will mal so anfangen. Jetzt etwa 6,5 Monate im Auswärtigen Amt und als ich vor 6,5 Monaten so zum einem der ersten Mal Weg in mein Büro hochging, in Leitungsbereich, bin ich durch ein Hermann Müller Foyer gekommen. Und also es gibt im Auswärtigen Amt viele Orte, wo irgendwie gedacht wird und habe gemerkt, okay, wenn ich zu meinem Büro laufe, laufe ich über ein Foyer, das nach Hermann Müller benannt ist. Nicht. Vielleicht fragen sich manche von Ihnen, wer ist Hermann Müller? Und ich muss Ihnen sagen, ich habe mich das auch gefragt. Zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich inzwischen gelernt und nachgeschaut. Und Hermann Müller war Reichsminister des Auswärtigen von Juni 1919 bis März 1920. Kurze Amtszeit. Aber sein Verdienst war, dass er den Auswärtigen Dienst für Nachwuchs aus allen Schichten der Gesellschaft geöffnet hat. Bis dahin kamen Diplomaten, und ich benutze jetzt bewusst nur die männliche Form, kamen Diplomaten meistens aus einer kleinen, vermögenden, recht homogenen gesellschaftlichen Schicht. Und Hermann Müller hat quasi einen Grundstein gelegt für eine Diversifizierung unserer Belegschaft und für einen Kurs hoffentlich in Richtung eines modernen Auswärtigen Dienstes. So, was haben wir bisher im Auswärtigen Amt erreicht? Wo stehen wir? Ich will drei Bereiche nennen. Thema Frauenanteil. Frauen machen rund 50% unserer Bevölkerung aus und Frauen machen rund 50% unserer Belegschaft aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir aber auch Frauen in Führungspositionen schauen, dann können wir einerseits wahrnehmen, wir haben erstmals in 151 Jahren Geschichte Auswärtiges Amt eine Außenministerin. Wir haben zwei Staatssekretärinnen, wir haben zwei Staatsministerinnen. Also ich bin quasi hier Hahn im Korb und unsere wichtigsten Auslandsvertretungen, viele unserer wichtigsten Auslandsvertretungen werden von Frauen geleitet, die Botschaften in Washington, in Tel Aviv, in Jakarta, unsere ständigen Vertretungen bei den Vereinten Nationen, in New York und in Genf, aber eben auch Botschaften wie in Kiew. Gleichzeitig haben wir dann noch einen Weg zu gehen. Viele von Ihnen kennen vermutlich
die Statistiken über den Frauenanteil in Führungspositionen in Bundesministerien. Da liegen wir diplomatisch gesprochen nicht unbedingt auf den vordersten Plätzen im Auswärtigen Amt. Da haben wir einen weiten Weg nach vorne. Auch aus dem Grund, weil die Frauen, die vielleicht vor 20, 25 Jahren nicht in den Auswärtigen Dienst eingetreten sind, die keine Attaché-Ausbildung gemacht haben, die fehlen uns heute, wenn es um Führungsverwendung geht. Das zeigt einfach, wie lang der Weg, den wir noch gehen müssen, an dem Punkt bei dieser einen Dimension von Diversität noch gehen müssen. Wir haben 300 Beschäftigte circa mit Schwerbehinderung, rund ein Drittel davon ist im Ausland tätig. Dafür hat uns das Land Berlin letztes Jahr einen Inklusionspreis ausgezeichnet. Und ein Siebtel unserer Entsandten stammt aus Familien mit einer Einwanderungsgeschichte. Hinzu kommen rund 5.700 Lokalbeschäftigte an unseren Auslandsvertretungen mit über 150 verschiedenen Nationalitäten. Und in dem Zusammenhang wichtig mit der Gründung von Diplomats of Color als Beschäftigteninitiative im Jahr 2019 hat das Thema, glaube ich, auch bei uns eine größere Sichtbarkeit bekommen. Es gibt ja nicht nur Diplomats of Color bei uns im Haus, es gibt auch Diversity innerhalb der Bundesregierung. Und ich erinnere mich noch zurück, ich habe als Oppositionspolitiker sicherlich viel kritisiert, auch viel bei dem Thema. Das Auswärtige Amt und das Engagement der Beschäftigten hat schon damals hervorgestochen und eher innerhalb meiner eigenen Partei neidlose Anerkennung hervorgerufen. Es gibt aber noch weitere Bereiche und weitere Aspekte. Ein wichtiger Aspekt, Herr Dusel ist darauf eingegangen, ist Chancengleichheit, und zwar für alle. Oberste Bundesbehörden des demokratischen und vielfältigen Landes sollten eben auch diese Vielfalt abbilden und leben und widerspiegeln. Wir haben eine Diversitätsstrategie, wie wir da vorangehen wollen. Und mit dieser Diversitätsstrategie würde ich von uns im Spitzenbereich aller Bundesministerien verorten. Lassen Sie mich noch ein paar Punkte sagen, warum Diversität. Das eine ist das Argument von Herrn Dusel, dem ich voll und ganz zustimmen will, nämlich ein normatives Argument, dass eine demokratische, vielfältige, nicht homogene Gesellschaft eben das auch leben muss in ihrer Exekutive, in ihrem öffentlichen Dienst und eben auch gerade im Auswärtigen Dienst, in der Visitenkarte Deutschlands in der Welt. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass schlichtweg wir davon profitieren. Das ist jetzt vielleicht ein sehr utilitaristisches Argument, aber wir wissen aus der freien Wirtschaft, dass diverse Teams die kreativeren, die erfolgreicheren sind, dass diverse Teams es schaffen, verschiedene Sichtweisen in ihre Überlegungen mit einzubringen. Ich kann Ihnen ein einfaches Beispiel nennen. Es gab ja während der Corona-Pandemie an der Leopoldina eine Expertengruppe, eine Arbeitsgruppe zum Umgang mit der Pandemie. Diese Gruppe hat Empfehlungen, ich gendere wieder nicht, hat Empfehlungen für Kindergärten und Schulen erarbeitet. Der Arbeitsgruppe gehörten 26 Personen an. Keine davon war unter 50 Jahre alt. Zwei davon waren Frauen. Die Empfehlung dieser Gruppe lautete, Kindergärten für Kinder bis 5 Jahre geschlossen zu halten. Und ich glaube, das verdeutlicht uns, wie wichtig es ist, wirklich alle Sichtweisen mit reinzubringen und wie Gruppen, wie Teams, wie Organisationen davon profitieren können, wenn sie eben divers sind. In dieser Arbeitsgruppe, das habe ich vorhin noch gelernt, saßen mehr Männer übrigens, die Thomas mit Vornamen hießen, als Frauen. Und das mag man auf den ersten Blick lustig finden, aber es beschreibt das sogenannte Thomas-Phänomen, das auch aus Vorständen von DAX-Unternehmen bekannt ist. Von 1956 bis 1966 war Thomas der häufigste männliche Vorname in Deutschland. Und auch das zeigt eine gewisse Homogenität am Ende des Tages. Das Beispiel zeigt aber auch, und damit will ich auch zum Schluss kommen, warum wir uns im Auswärtigen Amt, warum sich meine Ministerin für eine feministische Außenpolitik einsetzt. Feministische Außenpolitik eben nicht im Sinne von einer Frauenangelegenheit für Frauen, sondern im Sinne von Geschlechtergerechtigkeiten eben weitergedacht, im Sinne von marginalisierten Gruppen und auch im Sinne von Diversität. Deswegen freue ich mich auch, dass ich quasi als der Mann unter den Staatsministern, ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich für das Thema verwenden will und auch für das Thema bei uns im Haus vorantreiben möchte, weil es eben kein reines Frauenthema ist, für das nur Frauen verantwortlich sind. Und Sie haben es eingangs erwähnt, im Koalitionsvertrag, da ist es uns an vielen Stellen wichtig,
Rechte, Ressourcen, Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit zu stärken, gesellschaftliche Diversität zu fördern. Aus meiner Sicht ist die Frage nicht, ob wir so eine Politik benötigen, die gesellschaftliche Diversität voranbringt. Das ist schlichtweg auch eine, finde ich, eine Haltungsfrage und eine Frage auch von unserem Wertegerüst. Und die Frage ist, wie kriegen wir diese Veränderungen hin? Wie kriegen wir die vorangetrieben? Um zum Abschluss auf Hermann Müller zurückzukommen. Er hat das Haus sicherlich für alle Schichten der Gesellschaft geöffnet. Und gleichzeitig, und ich glaube, dem muss ich auch das Auswärtige Amt stellen, wir haben ein strenges Auswahlverfahren. Ich erlebe viele Kolleginnen und Kollegen, die zu Recht stolz sind auf die Ausbildung, die sie erfahren haben und auf die Leistungsbereitschaft, die sie zeigen. Und habe viele hier Kolleginnen und Kollegen im Haus, die sind exzellent. Und gleichzeitig verführt sowas immer wieder zum gewissen Klassismus. Also wir müssen uns auch hüten, in Anführungsstrichen, vor einem falschen Elitendenken. Und Herr Dusel ist ja auch auf das Thema Kulturpolitik eingegangen. Auch die Frage, wie wir Kultur denken, wie wir Kultur reflektieren, wie wir uns auch unsere eigenen kolonialen Geschichte als Deutschland stellen, wie wir damit umgehen, auch in unserer tagtäglichen Arbeit. Das ist ein Handlungsfeld, über das wir in den kommenden Monaten und Jahren sprechen müssen und woran wir arbeiten müssen. Und ich freue mich über all das, heute Abend mit Ihnen in den Austausch zu kommen und zu diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dusel, vielen Dank, Herr Lindner, für diese sehr interessanten und sehr wichtigen Eingangsstatements und auch Denkanstöße. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir darauf auch noch im Laufe der Veranstaltung eingehen werden können. Wir werden jetzt erstmal fortfahren mit ein paar allgemeinen Fragen, die wir formuliert haben, über die wir mit Ihnen beiden diskutieren würden. Die erste zielt auf Folgendes ab. Und zwar das Thema Diversität kann man ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten. Es gibt die gesetzliche Ebene, es gibt die Personalstruktur, es gibt die Förderstruktur, es gibt so viele Ebenen, auf denen man überall ansetzen kann, wenn man das Thema Diversität verfolgen möchte und durchsetzen möchte. Jetzt möchten wir gerne von Ihnen wissen, was Sie in den letzten 6 Monaten konkret unternommen haben, um das Thema voranzutreiben, ob es eine Priorisierung dabei gibt und was würden Sie sagen, welche Meilensteine wollen Sie jetzt im nächsten Jahr noch erreichen? Und da würde ich den, sag ich mal, das Wort Ihnen beiden erteilen, an wer zuerst möchte, ansonsten kann ich auch gerne das Wort jemandem zuteilen. Offen. Okay, dann fangen Sie gerne an, Herr Dusel. Ja, danke. Also die Legislatur ist ja noch relativ jung, um jetzt über die letzten 6 Monate zu sprechen. Aber in der Tat bin ich gerade dabei, meine Antrittsbesuche bei allen Ministerinnen, allen Ministern zu machen. Das im Auswärtigen Amt steht noch aus. Das wird aber auch in Kürze, glaube ich, stattfinden. Um einfach das Bewusstsein nochmal dafür zu schärfen, dass Politik für Menschen mit Behinderungen, da spreche ich ja jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, auch wenn wir über Diversity sprechen, eben eine ressortübergreifende Querschnittsaufgabe ist. Es betrifft alle Ressorts der Bundesregierung. Oftmals verortet man das im Arbeits- und Sozialbereich, aber das ist zu kurz gesprungen, weil von den 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland beziehen nur rund 900.000 Menschen mit Behinderungen Leistungen der Sozialhilfe. Nur damit man das so ein bisschen mal vereinordnet, weil die meisten denken dann immer nur an defizitäre Wesen, aber das sind die Menschen mit Behinderungen nicht, sondern sie sind sehr unterschiedlich. Da bin ich gerade dabei, war gerade eben bei der Bildungsministerin und habe eben auch dafür geworben, dass wir endlich mal verstehen, dass gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung Demokratiebildung ist. Im besten Sinne des Wortes, dass das gemeinsame Lernen für Menschen mit und ohne Behinderung besonders wichtig ist für Kinder ohne Behinderungen. Dass sie nämlich lernen, dass es Menschen gibt, beispielsweise mit einer Mobilitätseinschränkung, aber die super in Mathe sind oder Leute, die schlecht sehen können, vielleicht ganz gut in Musik oder Leute, die vielleicht kognitive Einschränkungen haben, ganz tolle Freundinnen und Freunde sein können. Also dass wir sozusagen da ein Bewusstsein für schaffen. Und wir sind gerade dabei, uns intensiv mit dem Thema Kulturpolitik auseinanderzusetzen, auch internationale Kulturpolitik, weil ich schon meine, es muss zu unserem Corporate Identity gehören, dass wir nicht nur das Thema Finanzen im Blick haben, wenn wir beispielsweise über G7 reden oder Währung oder jetzt auch Außenpolitik oder auch beispielsweise vielleicht Verteidigung oder so,
sondern dass wir eben auch das Thema Menschen mit Behinderung im Blick haben, weil beispielsweise in Europa 87 Millionen Menschen leben mit einer Behinderung, die älter als 16 Jahre alt sind. Deswegen habe ich beispielsweise in der letzten Legislatur zum ersten Mal einen European Inclusion Summit gemacht, den ich alle Beauftragten aller EU-Mitgliedstaaten an einen digitalen Tisch geholt habe. Und wir werden jetzt auch im Herbst im Rahmen der G7, des G7-Vorsitzes, eine Veranstaltung machen, an denen alle Menschen, die in Regierungen sozusagen der G7-Staaten verantwortlich sind für das Thema Menschen mit Behinderung, wir auch zusammenkommen hier in Berlin. Das sind so die Punkte, die mich umtreiben. Und das ist das, was ich so aus den ersten 6 Monaten berichten kann. Wir sind jetzt am Anfang der Legislatur. Wir haben jetzt einiges schon gemacht, aber wir haben natürlich noch eine Menge vor. So, ich vermute, ich soll direkt weitermachen. Ich hoffe, dass ich nicht sozusagen zu sehr ins Kleinteilige gehe, aber ich finde, die Frage ist sehr berechtigt, was kann man in 6 Monaten erreichen? Und ich will jetzt erstmal mit mir persönlich anfangen, was ich gemacht habe, Ihnen aber auch beschreiben, weil natürlich, ich sag mal, ich vertrete ja hier die Leitung des Auswärtigen Amts, damit auch meine Bundesministerin will Ihnen ein bisschen schildern, welchen Stellenwert es bei uns hat. Also natürlich, das Thema Diversität, aber auch das Thema feministische Außenpolitik hat immer eine Dimension nach innen und nach außen. Also nach innen gefragt, nach dem Motto, leben wir eigentlich das, was wir predigen? Wie stehen wir selbst da? Wie divers sind wir? Wie steht es bei uns um Geschlechtergerechtigkeit, um die Frage, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderungen um und so weiter und so fort. Und natürlich ist da ein erster Schritt. Und ich meine, viele von Ihnen wissen es, dass ich mich auch mit den Beschäftigteninitiativen bei uns im Haus getroffen habe, unter anderem Diplomats of Color, da versuchen regelmäßigen Austausch zu pflegen. Also erstmal mir überhaupt ein Bild zu verschaffen, hey, was gibt es denn schon? Denn wir haben auf der einen Seite sicherlich einen Weg zu gehen, auf der anderen Seite fangen wir nicht bei Null an, gerade nicht im Auswärtigen Amt. Wir haben eine Diversitätsstrategie, wir haben zahlreiche engagierte Beschäftigte, die sich des Themas annehmen, das miteinander vorantreiben wollen. Mir geht es darum, hier Verbündete zu suchen, um wirklich klarzumachen, einerseits will die Leitung, die neue politische Leitung des Hauses ist, die führt in der Sache und andererseits wollen wir es gemeinsam mit den Beschäftigten tun. Ein zweiter Punkt ist aber auch nach außen gerichtet, weil das hat ja auch was damit zu tun. Wenn ich Gespräche führe, spreche ich das Thema an in bilateralen Beziehungen, halte ich auch meine Auslandsvertretungen an, wenn es zum Beispiel darum geht, wie Panels besetzt sind oder wie GesprächspartnerInnen ausgewählt werden. All das ist eine Dimension davon. Bis hin zur Frage, wenn wir beispielsweise Gelder für humanitäre Hilfe verausgaben, Projekte im Bereich der Krisenprävention zu machen, dass wir uns wirklich ein Bild verschaffen, fördern wir damit auch Diversität oder haben wir einen Knowledge Bias drin, eine Verzerrung drin? Und in der Phase sind wir. Und hinzu kommt, und das auch nochmal deutlich zu machen, ich glaube, Bundesaußenministerin Baerbock hat das Thema auch präsent, öffentlich aufs Tapet gehoben, in zahlreichen Reden, nicht zuletzt auch in der Plenardebatte des Deutschen Bundestages. Ich glaube, das war die erste Haushaltsdebatte, wo es eine Auseinandersetzung um die Frage ging, ich will es hier gar nicht Parteipolitik machen, ich will es noch schildern, ist eigentlich die Zeit, wo es einen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine gibt, die richtige Zeit, um über feministische Außenpolitik zu diskutieren. Ist das ein Wohlfühlthema? Und meine Ministerin und wir alle hier in der politischen Leitung vertreten die Auffassung, ja, es ist kein Wohlfühlthema, es ist wichtiger denn je, gerade in Krisenzeiten, wenn wir wissen, dass in Konflikten und in Kriegen Frauen, Mädchen, marginalisierte Gruppen am ehesten sozusagen unter den Opfern und unter den Opfern dieser Kriege sind. Und deswegen müssen wir da auch rangehen. So. Letzter Punkt, wie gehen wir weiter voran? Was haben wir vor? Wir haben bei uns am Planungsstab eine Arbeitsgruppe aufgehängt, die jetzt das Thema vor allem feministische Außenpolitik weiter vorantreiben wird, da einen Prozess aufsetzen wird und uns ist bei Diversity, aber auch bei dem Thema im Speziellen wichtig, ist nicht damit getan, ich sage es mal jetzt ganz plump, weiter das Referat zu gründen, irgendwo eine Arbeitseinheit zu haben, zu sagen, hey, die kümmern sich schon drum, sondern wie Herr Dusel gesagt hat, ist es ein Querschnittsthema. Das ist ein Thema, das müssen wir Knowledge Mainstream. Das muss in unserem ganzen Handeln, in unserem ganzen Denken vorkommen. Das muss quasi bei jeder Maßnahme mit bedacht werden. Und daran sind wir und daran werden wir in den kommenden Wochen und Monaten arbeiten. Vielen Dank an Sie beide für diese
Insights in Ihre Arbeit, was schon erreicht wurde und wohin Sie noch wollen. Das klingt sehr, sehr spannend und wir werden Sie auf jeden Fall dabei, sag ich mal, verfolgen, was jetzt noch kommt. Und ich spreche jetzt auch mal als Vertreterin für Diplomats of Color und Diversity sehr gerne auch unterstützen, wo wir können und diesen Weg gemeinsam beschreiten. Herr Duse, Sie hatten jetzt auch schon einige Zahlen genannt, um Ihre Aussagen zu unterlegen. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass gerade wenn man, wie es im Koalitionsvertrag festgehalten ist, eine Diversitätsstrategie ausarbeiten möchte, dass man evidenzbasiert handelt, dass man die Fakten hat, auf denen man dann quasi seine Aussagen drauf tätigt und Ziele festlegt. Welche Fakten, wenn Sie beide sagen, haben wir schon, welche Daten haben wir schon zum Thema Diversität und welche fehlen uns noch? Naja, wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt an Menschen mit Beeinträchtigungen denke und das global betrachte, haben wir ungefähr 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die mit Beeinträchtigungen leben, von rund 80% im globalen, sogenannten globalen Süden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das immer im Blick hat. Und ich bin ganz bei Frau Baerbock, wenn es darum geht, zu sagen, dass das Thema feministische Außenpolitik natürlich kein Wohlfühlthema ist. Das erleben wir ja gerade. Und ich habe natürlich auch die Bundestagsdebatte mitbekommen und war da ganz bei Frau Baerbock. Ich bin auch der Meinung, dass wir eben, wenn wir über Diversität reden, dass wir wirklich das aufmachen müssen und wirklich alle Formen von Unterschiedlichkeit wahrnehmen. Und ich bin sehr dafür, dass wir eben auch innerhalb der Außenpolitik sozusagen die Idee haben, dass unsere Außenpolitik natürlich divers ist oder Diversität abbilden soll. Und da werbe ich sehr dafür, dass wir die Gruppe der Menschen mit Behinderung nicht vergessen. In der Diskussion in Deutschland vermisse ich das manchmal. Also wenn wir über Diversity reden, dann reden wir ganz oft über das Thema Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte von Familien. Wir reden ganz oft über das Thema Gender. Aber wir reden ganz wenig über das Thema Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, das ist aber sozusagen wichtig, dass wir auch als Bundesrepublik Deutschland nach außen hin dokumentieren, in unserer Außenpolitik, beispielsweise wenn wir auch Panels besetzen im Ausland, wenn wir Diskussionsrunden machen, wenn wir bilateral unterwegs sind, also wenn auch Delegationen ins Ausland gehen, dass wir dieses Thema Menschen mit Behinderung im Blick haben. Ich war vor kurzem bei Olaf Scholz und habe sehr dafür geworben, dass wir das sozusagen im Blick haben, dass das zu unserer Marke Bundesrepublik Deutschland dazugehört. Ich bin jetzt in Kürze bei den Vereinten Nationen in New York, bei der UN. Da geht es um das Thema UN-Behindertenrechtskonvention und der Staatenbericht dazu. Und natürlich spielt da das Thema Menschen mit Behinderung eine wichtige Rolle. Aber das ist wieder sehr fokussiert sozusagen. Ich wünsche mir und würde gerne sozusagen auch dafür werben, dass wir in unseren Beziehungen nach außen auch dieses Thema behandeln. Ich glaube, das würde uns als Bundesrepublik Deutschland auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, also gerade zum Thema Euthanasie, Drittes Reich, diese schrecklichen Menschheitsverbrechen, das würde uns gut zu Gesicht stehen. Vielen Dank, Herr Lindner. Wollen Sie dazu ergänzen? Ich kann da ja nur recht geben. Also ich finde, um es vielleicht nochmal an einer Stelle zu verstärken, es geht am Ende um Sichtbarkeit. Also was Herr Dusel anspricht, Delegation, Frage, wie wir Panels besetzen, es geht am Ende um Sichtbarkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Hebel, wir wollen ja vielleicht später noch drüber reden, wie kommen wir denn darin voran, Diversity zu stärken. Und der Punkt ist eben Sichtbarkeit und dass so eine Sichtbarkeit eben auch durch politische Leitung, also Sie haben den Bundeskanzler erwähnt, ich kann es auch von meiner Ministerin sagen, gewollt ist, gewünscht wird, gefördert wird. Punkt. Ich will es jetzt aber auch nicht in die Länge ziehen. Darf ich dazu noch eine Sache ergänzen? Ja, natürlich. Ich würde gerne über einen Punkt noch sprechen, der für mich auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Und das ist dieses Wort, das in Deutschland leider Gottes immer relativ negativ konnotiert ist, nämlich das Thema Barrierefreiheit. Ich möchte sozusagen dieses Thema der Barrierefreiheit, wo ja viele denken, oh Gott, ja, das müssen wir ja auch noch machen für die Menschen mit Behinderungen. Das sieht bestimmt nicht gut aus und das kostet auch sicher Geld und das ist auch ein bisschen schwierig,
Also wenn ich jetzt beispielsweise an Auslandsvertretungen denke oder wenn ich beispielsweise an die Goethe-Institute denke, also an die Frage, können denn tatsächlich Menschen mit Behinderungen in irgendeinem gewählten Land, sagen wir mal in Pakistan, können die in Karachi, im Goethe-Institut, ich hoffe, da gibt es eins, können die denn beispielsweise einen Deutschkurs belegen und da reingehen, wenn sie tatsächlich oder reinkommen, wenn sie tatsächlich auf einen Rollstuhl angewiesen sind? Können die beispielsweise was lernen über die Bundesrepublik Deutschland, wenn sie mit einer Sehbehinderung leben? Und ich möchte weg von dieser Negativkonnotierung, dass Barrierefreiheit immer so ein bisschen so als Gängelei beschrieben wird und so ein bisschen so, naja, so richtig, na, man muss es halt machen. Ich möchte hin. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt in der Außenpolitik, dafür zu werben, dass wir Barrierefreiheit verstehen als Qualitätsmerkmal für ein modernes Land und für eine moderne Gesellschaft. Das heißt, wenn wir also unsere Auslandsvertretungen uns anschauen, wenn wir unsere Goethe-Institute anschauen, dass uns klar wird, dass die ja letztlich auch eine Visitenkarte sind für unser Land im Ausland. Und dass es natürlich dann schon gut ist, wenn diese Auslandsvertretungen modern gebaut sind, wenn sie klimavernünftig gebaut sind, wenn sie auch nachhaltig gebaut sind und wenn sie natürlich auch barrierefrei gebaut sind, weil es ja keinen Sinn macht, irgendwelche Dinge vorzuhalten, die Barrieren beinhalten. Und dass es eben über die Baulichkeit hinausgeht, dass es also nicht nur die Frage geht, komme ich als Rollstuhlfahrer beispielsweise in eine Auslandsvertretung rein, sondern dass es auch um das Thema Digitalisierung geht. Bekomme ich die Informationen beispielsweise im World Wide Web, bekomme ich die in einer barrierefreien Form? Gibt es die beispielsweise auch in Gebärdensprache? Bekomme ich die, wenn ich leichte Sprache, weil ich eine kognitive Einschränkung habe, bekomme ich die auch in der Schrift, die ich als Mensch mit Sehbehinderung lesen kann? Dass wir also verstehen, dass Barrierefreiheit natürlich eine tiefe soziale Dimension hat, weil sie Begegnungen ermöglicht. Aber dass sie auf der anderen Seite auch ein Aushängeschild eines modernen Landes ist. Darüber würde ich gerne auch mit dem Auswärtigen Amt sprechen, weil ich glaube, da können wir vielleicht gemeinsam noch was bewegen, auch sozusagen im internationalen Raum. Ich werbe sehr dafür, dass wir verstehen, dass es einfach cool ist, in einem Land zu leben und Strukturen zu nutzen, die keine Barrieren haben. Da haben wir in Deutschland echt noch richtig viel nachzuholen. Das sind andere Länder besser als wir. Und ich werbe sehr dafür, dass wir da so ein bisschen den Anschluss nicht verpassen. Vielen Dank für diesen sehr wichtigen und interessanten Beitrag. Also ich finde vor allem diesen Aspekt, den Sie gerade genannt haben, dass man Barrierefreiheit als Qualitätsmerkmal versteht, sehr leider noch innovativen Ansatz, aber definitiv ein Ansatz, den wir weiterverfolgen sollten. Und ich finde, das spielt auch so ein bisschen in dieses Feld, was wir auch als Diplomats of Color vertreten, dass wir sagen, dass man Chancengleichheit und Diversität aufhört als Hindernis zu verstehen, sondern als Chance. Das vielfältige Team und so weiter. Genau. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat uns vor wenigen Jahren attestiert, dass die Bundesrepublik Deutschland das innovationsfähigste Land, nicht das innovativste leider, aber das innovationsfähige Land, fähigste Land der Welt sei. Ich will das gar nicht kommentieren. Also wir haben eine Menge an Innovationsmöglichkeiten und ich glaube, wir haben jetzt, Herr Dr. Lindner, in dieser Legislatur echt die Chance, da richtig voranzukommen. Und ich habe da richtig Lust drauf, wie Sie merken. Und ich glaube, da laufe ich bei Ihnen auch offene Türen ein. Aber ich will einfach dieses platzieren. Also wir wollen modern sein, wir wollen innovativ sein, wir wollen kreativ sein, wir wollen divers sein und wir wollen klares Signal auch an andere senden, dass wir für diese Werte einstehen. Und wir wollen es auch klar an die Staaten signalisieren, die auf Autokratie vielleicht stehen. Und ich bin dafür, dass wir unsere Demokratie damit stärken. Vielen herzlichen Dank und ich denke, wir hier alle im Panel und in der Moderation sind da völlig auf Ihrer Seite. Eine letzte Frage an Sie beide hätte ich auch, eine relativ kurze Frage. Es passt auch irgendwie so ein bisschen zum Ansatz innovationsfähig, was Sie gerade gesagt haben. Innovationen kommen ja nicht immer nur von der Bundesregierung und von der Bundesverwaltung. Vieles kommt ja auch aus der Zivilgesellschaft heraus. Das ist ja so ein Zusammenspiel, die beide Stellen beeinflussen sich und
führen dann hoffentlich zu Innovation. Welche Rolle, finden Sie, nimmt derzeit die Zivilgesellschaft in der Diskussion um Diversität in der Bundesverwaltung ein? Und welche Rolle sollte oder könnte sie noch einnehmen? Ich fange mal mit einer unbefriedigenden Antwort an. So. Also welche Rolle nimmt sie ein? Es ist erstmal gut, dass wir Initiativen von Beschäftigten haben, weil ich glaube, es braucht beides. Also es braucht einerseits politische Führung, die das einfordert, die das vorlebt. Ich sage es jetzt auch mal ganz brutal, die auch mal Personalentscheidungen trifft. Also wir alle kennen die Narrative. Ich mache es jetzt mal wieder am Bild Mann, Frau fest, also können es auch an anderen Bildern logischerweise irgendwie festmachen. Sie alle kennen irgendwie die Vorwürfe, dann wird eine Frau befördert und auf einmal gibt es irgendwie den Vorwurf, hey, die ist ja nur befördert worden, weil sie eine Frau ist. Oder könnten Sie es an jedem anderen Merkmal, glaube ich, festmachen. Ich glaube, natürlich braucht es Führung, wie gesagt, ich fordere das ein, ich lebe es vor, ich bin bereit, da im Zweifel auch mal in einen Konflikt zu gehen, also sozusagen, ja, ich will das. Und genauso braucht es eben, ich nenne es den Druck von unten, also die Beschäftigteninitiativen. Denn also weil in einem Koalitionsvertrag, die ganzen Textstellen, die Sie vorhin über Diversity genannt haben, die kommen da ja nicht zufällig rein oder weil die Verhandlungsgruppe irgendwie Langeweile hat, sondern die kommen da rein, weil sich zivilgesellschaftliche Gruppen aufgemacht haben und Druck gemacht haben und das Thema adressiert haben. Deswegen braucht es von beiden Seiten den Druck. Und was kann man, glaube ich, in Zukunft auch stärker machen? Also ich glaube, Reden hilft, Austausch hilft. Und wichtig ist, glaube ich, dass wo immer wir es können, wir das Thema quasi nicht als ein konfrontatives Thema spielen. Jetzt wieder am Beispiel feministischer Außenpolitik habe ich ganz bewusst gesagt, Leute, ich will hier als Mann im Haus über das Thema reden und es voranbringen. Weil es kein Thema Frauen gegen Männer sozusagen sein darf. Und genauso gilt bei Diversity kein Thema, weiß ich nicht, Nichtbehinderte gegen Behinderte oder ich nenne es mal die alten grauhaarigen Männer sozusagen fühlen sich auf einmal bedroht von einer zunehmenden Heterogenität. Also ich überspitze jetzt bewusst. Sondern wir müssen es hinkriegen, dass wir alle miteinander greifen, wir alle profitieren davon. Es ist eine gemeinsame Verantwortung, es ist eine gemeinsame Aufgabe und wir alle profitieren davon, wenn wir Diversity in all ihren Dimensionen verbessern und vorantreiben. Okay, also ich nehme bei uns sehr stark war, dass die NGOs und die Zivilgesellschaft das Thema Diversity und Rechte von Menschen mit Behinderung sehr stark einfordern. Es gilt da der Spruch, nothing about us without us, nichts über uns ohne uns. Und das merken wir sehr deutlich, gerade hier bei mir im Arbeitsstaat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir in allen Ressorts der Bundesregierung die Idee der Partizipation sehr stark leben, weil beispielsweise Menschen, die sich NGO-mäßig organisieren, doch oftmals auch Expertinnen und Experten in eigener Sache sind. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir einerseits die Idee des Disability Mainstreaming innerhalb der Bundesregierung hochhalten und nicht nur drüber reden, sondern es auch machen. Und auf der anderen Seite sozusagen, wenn wir neue Dinge entwickeln innerhalb der Bundesregierung, dass wir die möglichst partizipativ entwickeln. Das gilt beispielsweise, wenn man jetzt eben beispielsweise Gesundheitsministerium jetzt über eine Strategie für ein nachhaltiges, diverses und barrierefreies Gesundheitssystem diskutiert und auch einen Aktionsplan vorlegen muss, so steht es im Koalitionsvertrag, dass der natürlich partizipativ entsteht. Und da gibt es Ressorts, die sind da schon relativ geübt mit, weil die in der Vergangenheit beispielsweise Aktionspläne entwickelt haben zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Auch das Auswärtige Amt hat das gemacht. Und es gibt noch welche, die sind weniger geübt. Und ich bin jetzt gerade bei denen, die weniger geübt sind, dabei, tatsächlich dies einzufordern. Und ich glaube, dass dieser Prozess zwischen Administration auf der einen Seite und NGOs auf der anderen Seite, dieser Austausch, dass der notwendig ist. Und mein Job jetzt als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen ist genau, hier ein Bindeglied zu sein, um Kommunikation und Wissenstransfer zu organisieren, eben zwischen der Bundesregierung
und der Zivilgesellschaft. Und ich erlebe einfach, dass da ganz viel an Austausch nötig ist, aber auf der anderen Seite auch ganz viel an Expertise bei den NGOs da ist. Ich glaube, da müssen wir insgesamt in der Bundesregierung noch einheitlicher werden, weil, wie schon gesagt, bei manchen klappt es gut, bei anderen klappt es nicht, aber beim Auswärtigen Amt klappt es gut. Vielen Dank, Herr Dusel. Wir gehen jetzt in die Fragen rein, die etwas spezifischer sind. Und ich stelle gleich zwei Fragen an Herrn Lindner, weil ich weiß, dass er in 15 Minuten gehen muss. Herr Lindner, die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik oder auch internationale Kulturpolitik wurde schon von Herrn Dusel genannt. Sie haben das aber auch genannt. Und da ist ja der Gedanke sehr stark des Dialogs der Zivilgesellschaften, Dialog auf Augenhöhe und so weiter. Herr Dusel hat auch über die Goethe-Institute gesprochen, die Auslandsvertretungen. Also da sind auch die Mittlerorganisationen sehr wichtig, nicht nur das Auswärtige Amt oder die Botschaften. Und die AKBP steht ja auch für Inklusion und Diversität ein. Was würden Sie sagen, welche Erfahrungswerte aus Deutschland lassen sich besonders gut transferierbar machen? Also wo könnte Deutschland so eine Art Vorbildfunktion spielen? Und umgekehrt, was kann Deutschland von Erfahrungswerten anderer Länder lernen in Sachen Diversitätsförderung? Und sehen Sie auch für die AKBP diese Schlüsselrolle des Transfers oder der Übersetzung nach innen und außen? Ich bin fast versucht zu sagen, Sie stellen eine Frage, wo Sie mich aufs Glatteis, nämlich auch aus meinem Zuständigkeitsbereich rausführen. Aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne eine Antwort geben. Also, Sie haben es ja schon angedeutet. Also, warum machen wir überhaupt auswärtige Kulturpolitik und Bildungspolitik? Meine Antwort darauf ist, weil das im Prinzip Diplomatie mit anderen Mitteln ist. Normal funktioniert Diplomatie, funktionieren auswärtige Beziehungen darüber, dass Diplomatinnen und Diplomaten mit Diplomatinnen und Diplomaten sprechen. Und mit auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik kriegen wir es eben hin, dass Gesellschaften miteinander sprechen, miteinander in Kontakt kommen. Das ist, ich nenne es immer Diplomatie mit anderen Mitteln oder Diplomatie zwischen Gesellschaften. Deswegen ist es so wichtig. Was machen wir gut? Ich glaube, erstens, es genießt bei uns nach wie vor einen hohen Stellenwert. Wir haben jetzt im Auswärtigen Amt einen Etat von rund 7,5 Milliarden Euro, wenn er dann am Freitag durch den Deutschen Bundestag so beschrieben werden sollte. Wir geben über 1 Milliarde davon für auswärtige Kultur- und Bildungspolitik aus. Das ist einfach ein ganz deutliches Zeichen, welchen hohen Stellenwert dieses Instrument für uns genießt. So. Und was machen wir gut? Ich finde, wir machen es gut, dass wir es an vielen Stellen schon nicht als Elitenprojekt begreifen. Also Herr Dusel hat die Goethe-Institute erwähnt. Also wir müssen natürlich, hat Kultur auch was manchmal sozusagen mit klassischer Kulturpolitik zu tun. Aber ich finde es wichtig, dass es nahbar ist, dass es kein Elitenprojekt ist. Und ich glaube, wo können wir noch besser werden? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das an anderen Ländern angucken muss. Also sicherlich kann man immer was lernen. Ja, zum Beispiel in der Art und Weise Zugänge. Barrierefreiheit auch im Sinn von, ich sag mal jetzt nicht nur irgendwie körperliche Barrieren, sondern gestalten wir die Angebote so, ich kenne es selbst bei mir, ich bin der Erste in meiner Familie, der Abitur gemacht hat, dass sich beispielsweise junge Menschen trauen zu sagen, hey, ich besuche da ein Programm von einem Deutschen Goethe-Institut oder von einer Mittlerorganisation. Wo können wir besser werden? Ich glaube, wir müssen systematisch uns angucken, im Kultur- und im Bildungsbereich, welche Angebote machen wir? Spiegeln die Diversität wider oder haben wir da einen Bias drin? Es mag an den verschiedensten Orten dieser Welt unterschiedliche Antworten auf diese Fragen geben und sozusagen auch unterschiedliche Freiheitsgrade und Möglichkeiten, was ich verändern kann. Aber ich bin fest davon überzeugt, allein, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, allein, dass wir uns die Frage stellen, wird es uns viel helfen zu gucken, passen da unsere Angebote. Vielen Dank, Herr Lindner. Ich arbeite auch selber an einer Studie, die sich mit dem Thema Diversität der Förder- und Kooperationsstrukturen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik befasst. Das heißt, ich weiß tatsächlich, dass dieses Thema auf der Agenda steht und von unterschiedlichen AkteurInnen stark gemacht werden soll. Und dennoch ist natürlich viel zu tun und der Dialog immer hilfreich.
Nur noch eine Nachfrage für Sie, und zwar, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auch darüber gesprochen, dass ein Siebtel, glaube ich, der Beschäftigten einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Sie haben auch über die lokalen Beschäftigten gesprochen. Und meine Frage ist, würden Sie auch sich anschauen in dieser Legislaturperiode, wie diese Menschen beschäftigt sind, also inwiefern sie prekär oder nicht prekär beschäftigt sind, welche Aufstiegschancen gibt es für sogenannte Ortskräfte oder lokale Beschäftigte, sodass hier auch Barrieren abgebaut werden? Also selbstverständlich gucken wir uns, ich finde, es ist eigentlich die übliche Pflicht, die wir hier als Dienste haben, die Situation unserer Lokalbeschäftigten an. Ich bin regelmäßig auch virtuell mit Auslandsvertretungen, jetzt will ich keine Orte nennen, aber an Orten dieser Welt, wo es gerade nicht so ruhig ist, auch im Kontakt, auch über die Situation der Lokalbeschäftigten. Ich finde, wir haben da eine Fürsorgepflicht. Natürlich muss man sich auch angucken, wie die Beschäftigungsverhältnisse sind. Das werden wir weiterhin tun. Und wenn immer wir den Eindruck haben, dass sich da eine Situation auftut, die man verbessern muss, wenn wir das auch machen. Ich will aber vielleicht an der Stelle auch noch einen Satz sagen. Auch bei unseren normalen Auswahlverfahren müssen wir uns sehr genau angucken, und das machen wir auch, und das ist auch in der Vergangenheit gemacht worden, okay, wie sind denn die Auswahlkriterien gestaltet? Wir haben jetzt im schriftlichen Bewerbungsverfahren für den Auswärtigen Dienst anonymisierte Verfahren. Das finde ich ganz wichtig, dass in der schriftlichen Bewerbung die Verfahren anonymisiert sind. Aber natürlich muss man sich auch immer angucken in Assessment-Centern, okay, wie sind unsere Kriterien aufgebaut? Führen die zu einer Verzerrung oder zu einer Diskriminierung? Ich kann Ihnen versprechen, auch an dem Thema sind wir dran. Ohne jetzt schon in Details gehen zu können. Vielen Dank. Herr Dusel, welche Maßnahmen sieht das Bundesprogramm Barrierefreiheit vor? Und welche Auswirkungen werden sich durch dieses Bundesprogramm auf Bundesbehörden wie auch das Auswärtige Amt in Zukunft für das politische Handeln, aber auch für politische, also für konkrete Projekte, wie zum Beispiel die Durchführung von Veranstaltungen ergeben? Also welche Chancen und welche Hürden sehen Sie da? Wie kann man diese überwinden? Also die Idee vom Bundesprogramm Barrierefreiheit ist tatsächlich, dass wir das Thema der Barrierefreiheit als Qualitätsmerkmal für ein modernes Land setzen. Und dass wir verstehen, dass Barrierefreiheit eben viel mehr ist als nur räumliche Barrierefreiheit, sondern es geht beispielsweise auch um die Frage der Digitalisierung. Ich habe zurzeit die Sorge, dass wir in Deutschland vielleicht einen Fehler wiederholen, den wir so gerne machen, gerade wenn ich jetzt an Digitalisierung denke, nämlich, dass wir erstmal irgendwas etablieren und uns hinterher dann auffällt, dass es nicht barrierefrei ist. Wenn das passiert bei der Digitalisierung, werden Menschen mit Behinderungen beispielsweise nicht die Riesenpotenziale, die die Digitalisierung wirklich hat, für Menschen mit Behinderungen nutzen können, sondern dann wird die Digitalisierung echt ein Explosionsrisiko sein. Und wir werden also über ganz unterschiedliche Bereiche sprechen. Im Koalitionsvertrag steht zum Thema Barrierefreiheit eine Menge drin. Da geht es um Fragen der Mobilität, geht es um Fragen des Gesundheitssystems. Da geht es um Fragen auch der Digitalisierung und des Wohnens. Also ich erinnere, dass gerade Clara Geiwitz ein Bündnis für bezahlbaren und barrierefreies, füge ich hinzu, Wohnraum entwickelt. Und die Idee ist tatsächlich, Barrierefreiheit auch als Querschnittsthema zu begreifen. Also gerade im sozialen Wohnungsbau sage ich, dass nur barrierefreier Wohnungsbau überhaupt den Namen sozialer Wohnungsbau verdient. Weil ganz viele Menschen mit Behinderung nicht nur auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, sondern der muss auch barrierefrei sein. Und auch da sieht man wieder, dass wir oftmals in Deutschland das Thema Barrierefreiheit immer so on top setzen. Also wir bauen 100.000 Wohnungen, davon bauen wir 90.000 normal, als ob barrierefrei nicht normal wäre. Und 10.000 bauen wir barrierefrei. Ich sage immer, wer heutzutage Wohnungen baut, die Barrieren beinhalten, der macht einen schlechten Job, der ist schlichtweg unprofessionell. Deswegen versuchen wir über dieses Bundesprogramm Barrierefreiheit tatsächlich das Thema voranzubringen. Ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen. Da geht es um das Thema der Accessibility in Bezug auf Digitalisierung. Und da merken Sie vielleicht auch, was wir in Deutschland wirklich für Nachholbedarf haben und wie ausschließend teilweise auch unsere Strukturen sind. Sie können sich mal überlegen, dass wenn Sie beim nächsten Mal, wenn Sie zu Ihrer Bank gehen oder zu einem Geldautomaten gehen, um an Ihr Geld zu kommen,
immer vorausgesetzt, Ihr Konto ist gedeckt, gehe ich mal von aus, dass Sie dann einfach, wenn Sie an diesen Geldautomaten gehen und Ihr Geld holen wollen, dass Sie bitte die Augen schließen. Und dann versuchen Sie bitte mit geschlossenen Augen an Ihr Geld zu kommen. Sie können das auch bei einem Ticketautomaten der Deutschen Bahn versuchen. Und da werden Sie feststellen bei den Geldautomaten, dass jeder verflixte Geldautomat in Deutschland anders funktioniert. Es gibt welche, die haben ein Touchscreen. Da werden Sie gar nichts fühlen können. Es gibt Geldautomaten, die haben ganz unterschiedliche Menüführungen. Also mal will man erstmal wissen, in welcher Sprache man kommuniziert. Dann gibt es Geldautomaten, die wollen erst den PIN, die wollen dann den Geldbetrag. Es gibt aber auch welche, die wollen erst den Geldbetrag und dann den PIN. Mit dem Ergebnis, dass Sie als sehbehinderter Mensch nicht alleine Geld holen können. Und das in einem der reichsten, innovationsfähigsten Länder. Das heißt, wir wollen wirklich das Thema ganzheitlich betrachten. Und das gilt auch natürlich für unsere Außenpolitik. Und ich wünsche mir sehr, dass wir eben über das Thema Diversität und auch über das Thema People with Disabilities beispielsweise auch beim internationalen Dialog miteinander reden, dass wir vielleicht auch unsere Formate nutzen. Wir haben Pacific Palisades, Thomas Mann Haus, wo wir wirklich tolle Veranstaltungen machen. Unter anderem könnten wir auch eine machen zum Thema Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben in New York, haben wir dazu auch ein Begegnungszentrum, aber wir können es auch auf europäischer Ebene machen. Dieses Thema der Barrierefreiheit nach vorne zu bringen, glaube ich, ich habe es schon mal gesagt, ist eine Aufgabe, die wir uns jetzt in dieser Legislatur wirklich stellen. Vielen Dank, Herr Duse, für nochmal diese sehr eindrucksvollen Worte und auch das sehr eindrucksvolle Beispiel mit dem Geldautomaten. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie eingeschränkt man eigentlich einfach ist in Deutschland als Mensch mit einer Sehbehinderung beispielsweise, und das im Jahr 2022, möchte man sich manchmal eigentlich nur an den Kopf fassen. Wir werden wahrscheinlich schneller aus der Kohle ausgestiegen sein, als unsere Geldautomaten barrierefrei gekriegt zu haben. Ich finde das absurd, aber es ist tatsächlich so. Und ich will einfach damit nur sagen, das ist im internationalen Bereich, wir reden ja auch sozusagen über Internationalität, ist das ein Malus, weil wir verglichen werden. Wenn ich mir den neuen Flughafen in Berlin anschaue, dann ist der nicht unbedingt barrierefrei. Und wir werden aber sozusagen, das ist die Frage, das ist das Erste, was Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, sehen von der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine Frage auch unserer Visitenkarte. Und deswegen nochmal, es geht letztlich darum, dass wir doch in einem modernen Land leben wollen. Und deswegen ist mir dieses Thema auch der Accessibility, ich rede lieber von Accessibility, ist mir ein wichtiges Thema. Und innerhalb der Bundesregierung nochmal, wer in den Koalitionsvertrag den Suchbegriff Barrierefreiheit eingibt, der wird eine Menge Treffer kriegen. Und das ist auch gut so. Vielen, vielen Dank. Bevor Herr Lindner jetzt gleich weiter muss, möchte ich ihm noch eine allerletzte Frage stellen. Und zwar die folgende. Auf welche Weise wollen Sie sich jetzt dafür einsetzen, bestehende Barrieren innerhalb des Auswärtigen Dienstes abzubauen und Chancengleichheit von BIPOC und Menschen mit Behinderung mit Blick auf die bestehende Unterrepräsentierung in allen Laufbahnen, insbesondere auch auf den Führungsebenen, zu erhöhen? Und welche konkreten Impulse nehmen Sie jetzt aus diesem Dialog gerade auch mit Herrn Busel mit? Zur ersten Frage. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt das wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich will ich erstens mit beschäftigten Initiativen bei deinem Austausch bleiben. Es fängt schon damit an, ich sage es Ihnen mal ganz bewusst, dass ich mich in meinen politischen Zuständigkeiten bei uns im Haus für die Abteilung 1 entschieden habe, also für die Außenstehenden, das ist die Zentralabteilung. Oftmals wird es ja so abgetan, als dass Fragen von Personal und von Haushalt, im Haushalt muss man jetzt denken, wenn wir über Barrierefreiheit von Goethe-Instituten und Auslandsvertretungen beispielsweise denken, wird ja oft abgetan, dass diese so unpolitische Fragen sein. Das ist also so das Handwerkszeug, damit die Verwaltung läuft. Ich habe mich bewusst entschieden, das anders zu sehen. Für mich sind es politische Fragen und bleiben politische Fragen. Deswegen will ich an denen arbeiten. Wie gesagt, mit den Initiativen im Austausch bleiben, aber eben, indem ich das auch in Gesprächen thematisiere und sowohl in bilateralen Kontakten nach außen als auch in Kontakten nach innen. Ich habe Ihnen ja vorhin, ohne dass ich jetzt in Details gehen kann, auch gesagt, natürlich müssen wir uns angucken, wie rekrutieren wir Personal, wie gewinnen wir Personal, wie gestalten wir da die Anforderungen zum Beispiel? Das sind, glaube ich, alles wichtige Stellhebel. Und
es mag sich jetzt klein anhören, aber es ist eben auch eine Frage, wie ist das Vorleben? Es ging los, ich glaube, das ist der erste Medienbericht, als ich im Amt war, was ist feministische Außenpolitik, Herr Staatsminister in einem deutschen Wochenmagazin. Das hat zumindest mal für Aufmerksamkeit für das Thema gesorgt. Oder ich sage es jetzt mal ganz brutal, wenn ich hier mit, also, verändert man auch nicht die Welt, aber es zeigt ja was über die Wahrnehmung. Wenn die Kita mal einen Tag zu hat und ich gehe mit meinem Sohn bei uns hier in die Kantine, also ich habe jetzt keine bösen Blicke geerntet oder so, aber von einem Eindruck mitgenommen, das kommt vielleicht nicht so häufig bei uns vor. Zumindest nicht, dass irgendwie, ich finde es ja auch wichtig, verstehen, dass sowas vorgelebt wird. So, was nehme ich aus von heute mit? Ich glaube, das ist eine Kernbotschaft, dass Diversity alles andere als ein Wohlfühlthema für angenehme Tage ist oder irgendwie so ein Add-on, wo man sagt, hey, das machen wir, wenn wir die Kriege dieser Welt gelöst haben und wenn Geld im Haushalt übrig ist und wenn uns sonst nichts quält, sondern es ist ein ganz elementares Thema für die Frage, wie bilden wir eine demokratische, vielfältige Gesellschaft in unseren Institutionen ab. Es ist aber auch, ich sage es mal so brutal, das hat Herr Dusel ja herausgestellt, eben beispielsweise am Geldautomatenbeispiel, es ist ein harter Standortfaktor. Wir sind international eben auch im Wettbewerb um die klügsten Köpfe beispielsweise. Es ist ein harter Standortfaktor. Sind wir eine Gesellschaft, die inklusiv ist, die Accessibility vorantreibt oder ziehen da andere an uns vorbei? Auch deshalb, glaube ich, kann man von heute mitnehmen. Deswegen, weil es eben kein Wohlfühlthema irgendwie für die einfachen Tage ist, ist es so wichtig, dass wir hieran weiterarbeiten. Ich danke vielmals für diese angenehme Diskussion. Ich hoffe, Sie hatten es ein bisschen vorangebracht und vor allem auch am heutigen Tag nochmal einfach das Thema öffentlich stark gemacht. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank für Ihre Impulse. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch weiterhin zu dem Thema nach dieser Veranstaltung im engen Kontakt zu bleiben. Tschüss. Tschüss. Aber wir hören hier noch nicht auf. Wir haben nämlich natürlich auch eine Abschlussfrage an Sie, Herr Dusel. Und zwar die folgende. Welche Erwartungen haben Sie an die Bundesregierung und Ihrem Bekenntnis zur Vielfalt und der Umsetzung von Diversität sowohl im politischen Kontext als auch die konkrete Umsetzung von Chancengleichheit und der Diversifizierung in der Bundesverwaltung? Und welche Unterstützung oder welche Ideen zur Unterstützung der Bundesregierung haben Sie? Also Sie haben jetzt schon einige genannt im Vorfeld, aber wenn Sie da noch weiter ausführen wollen, dann möchte ich Ihnen jetzt gerne die Möglichkeit dazu geben. Also ich halte es da mit Franz Müntefering, der mal gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, mir geht es darum, dass wir jetzt diese guten Ansätze und diese guten Verabredungen, die wir im Koalitionsvertrag haben, dass wir die jetzt auch gut umsetzen. Und zwar nicht erst am Ende der Legislaturperiode, sondern möglichst sukzessive, aber jetzt beginnend. Das heißt, mir geht es wirklich darum zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Ansätze der Diversity-Strategie beispielsweise, aber auch anderer Strategien, dass wir die jetzt mit Leben erfüllen. Wenn das nämlich nicht passiert, wenn die Leute also das Gefühl haben, da steht irgendwas in dem Koalitionsvertrag drin, aber das kommt jetzt nicht an, weil es nicht umgesetzt wird, dann haben wir ganz schnell wieder ein Demokratieproblem, weil die Leute sich dann vielleicht zu Recht abgehängt fühlen. Also ich meine, die Leute jetzt sozusagen außerhalb, also Bürgerinnen und Bürger, fühlen sich dann vielleicht von ihrem Staat verlassen und im schlimmsten Fall laufen sie dann wieder den politischen Kräften hinterher, die vermeintlich einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen geben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das jetzt gut umsetzen. Dazu braucht es viele Verbündete. Also Inklusion, Diversität braucht nicht nur Wissen und Wollen und braucht nicht nur auch Herzensbildung. Ich glaube, das wird auch manchmal so ein bisschen vergessen. Also die Frage der Empathie, ohne das jetzt sozusagen in so eine romantische Sentimentalität zu schieben, aber es braucht auch Empathie dafür und Herzensbildung. Es braucht Verbündete. Und ich glaube, der einfache Satz, gemeinsam erreicht man mehr, als wenn man alleine ist, der hat auch da seine Wirkung. Das heißt, ich setze darauf, gerade als Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen, eben mit internen Kooperationspartnern viel zu erreichen, aber auch mit externen, Stichwort Partizipation. Und
freue mich dann auch gerne auf die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Gerade im Bereich der Kulturpolitik, glaube ich, kann man eine Menge wuppen. Wir machen eine Menge Kulturpolitik hier im Kleisthaus. Also der Sitz des Beauftragten ist im Kleisthaus. Ich bin interministeriell tätig, das heißt, ich bin keinem Ministerium zugeordnet. Ich bin auch innerhalb der Bundesregierung weisungsfrei. Als Beamter finde ich das großartig, auch mal weisungsfrei zu sein. Ich bin eigentlich Beamter des Landes Brandenburg, aber für diesen Job jetzt sozusagen beurlaubt, bin also jetzt hier tätig. Und verstehe mich sozusagen wirklich als auch Bündeler und Netzwerker in dem Zusammenhang und würde mich freuen, wenn wir im Kontakt bleiben und Dinge gemeinsam machen. Also auswärtige Kulturpolitik halte ich für notwendig, aber natürlich auch das Bewusstsein, dass wir sozusagen dafür sorgen müssen, dass die Abläufe auch divers Möglichkeiten ergeben und auch barrierefrei sind. Und ich denke gerade an das Recruitment-Verfahren, das Sie im Auswärtigen Amt machen. Und der Staatsminister hat es ja nochmal gesagt, dass man sich das auch nochmal anschaut, ob man da nicht vielleicht doch durch Fragestellungen eventuell eine Schieflage entwickelt. Ich bin sehr dafür, dass man auch dieses Recruitment-Verfahren sich mal anschaut. Ist es denn barrierefrei? Können sich denn Menschen mit Behinderungen tatsächlich da auch, wenn es online funktioniert, bewerben? Sind denn die Abläufe so, dass auch Menschen mit Sehbehinderungen, Menschen mit Hörbehinderungen beispielsweise sich erfolgreich bewerben können? Es gibt eine Menge zu tun und ich glaube, es fängt damit an und das wäre dann auch mein Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauenden, wirklich mal darüber nachzudenken, in welchem Bereich arbeite ich, was ist meine konkrete Verantwortung auch im Auswärtigen Amt und was kann ich persönlich tun, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen oder auch die Idee von Diversität weiter nach vorne zu bringen. Und das nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern vielleicht auch in den Bezügen, die man so hat als Mensch. Man soll ja angeblich ja auch neben der Arbeit noch irgendwelche Dinge machen. Also beispielsweise, wenn man in Vereinen organisiert ist, im Sportverein organisiert ist oder wenn man andere Dinge noch in der Freizeit macht, tatsächlich immer wieder mal zu reflektieren, was kann ich denn in meinem persönlichen Umfeld tun? Denn ich glaube wirklich, dass wir das Thema der Diversität nicht verordnen können, im klassischen Sinn, so top-down, sondern dass es das Bewusstsein von vielen Menschen braucht, dass das richtig ist. Und es ist richtig. Und wenn das so ist, müssen wir alle was dafür tun. Und im besten Falle machen wir dann, ich komme wieder zurück zu meinem Motto, Demokratiearbeit. War ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank. Das sind sehr, sehr interessante und ich persönlich finde auch sehr gute Ideen, die wir sowohl gerne mit ins Auswärtige Amt nehmen wollen. Und ich denke auch, die Teilnehmer heute in der Veranstaltung haben jetzt auch gerade mit dem Schlussstatement nochmal sehr gute Impulse bekommen, um dieses Thema auch mit in ihr persönliches und berufliches Umfeld zu tragen und da irgendwie für ein Stück weit Verbesserung zu sorgen. Stichwort Teilnehmerinnen, wo wir gerade dabei sind. Wir haben jetzt das Ende dieser geschlossenen Panel-Diskussion erreicht und würden jetzt gerne den Floor öffnen für alle diejenigen, die eine Frage haben. Sie können gerne sich einfach per Video dazuschalten. Dabei nochmal der kurze Hinweis, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ansonsten können Sie auch gerne Ihre Nachricht schreiben. Wir haben auch schon 1-2 Fragen zugeschickt bekommen, die wir sonst auch noch stellen würden. Okay, dann fangen wir schon mal mit einer Frage an, die uns zugeschickt wurde. Und zwar betrifft es sogenannte Gleichstellungsbeauftragte oder Diversity Managers an Institutionen. Sie wissen sicherlich, Herr Dussel, dass diese Menschen oftmals nur für eine kleine Stundenanzahl theoretisch freigestellt sind oder dass sie nebenbei reguläre Arbeit machen, andere Aufgaben ausüben und dass diese Stellen oftmals sehr wenig Ressourcen erhalten und auch sehr viel kämpfen müssen mit der Leitung von Institutionen und ganz unterschiedliche Themen auch besetzen müssen. Was würden Sie sagen, was braucht es, damit diese Stellen besser ernst genommen werden, damit vielleicht auch ein Raum eröffnet wird, wo diese Menschen sich besser vernetzen können untereinander? Also es gibt ja diesen Satz, Rechte ohne Ressourcen ist ein grausamer Scherz.
Und das sehe ich in dem Falle auch. Es gibt natürlich Menschen, die sich hauptamtlich oder auch ehrenamtlich einsetzen. Es gibt die Gleichstellungsbeauftragten, es gibt Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und die brauchen natürlich die entsprechenden Ressourcen, weil ansonsten ist man dann ganz schnell in so einer Alibi-Situation. Und das überfordert dann auch die Personen, die sich engagieren wollen, weil einfach die Zeit nicht da ist, um das ordentlich zu machen. Man hat ja auch einen Anspruch sozusagen an seine eigene Tätigkeit. Deswegen ist es, glaube ich, notwendig, dass diese Idee von Diversität und auch die Ermöglichung von Diversität tatsächlich Chefinnen oder Chefsache ist, also dass ein Unternehmen oder auch in dem Falle ein Amt, eine Behörde wirklich, in dem Falle wirklich top-down klar macht, dafür stehen wir, auch als Leitungsgremium. Und dann muss tatsächlich auch die Ressource geschaffen werden. Ich erlebe das in ganz vielen Bereichen, also wenn es beispielsweise um Frauenbeauftragte geht, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Wir haben jetzt durch ein Gesetz beispielsweise Frauenbeauftragte in Werkstätten für behinderte Menschen etabliert. Man muss dazu wissen, dass Frauen mit Behinderungen in etwa 2 bis 3 Mal häufiger Opfer von Gewalt, auch von sexualisierter Gewalt sind, als Frauen ohne Behinderung. Es gibt erschreckende Studien, wonach fast die Hälfte oder ich glaube knapp mehr als die Hälfte von befragten Frauen mit Behinderungen von Gewalterfahrungen berichten. Und auch da ist es deutlich, dass eben gerade diese Stellen der Frauenbeauftragten entsprechende Ressourcen brauchen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich wirklich vernetzen, also wenn es tatsächlich um Fragen dann der Diversity, auch der Gleichstellung geht, dass Sie sich austauschen und dass Sie sozusagen sich gegenseitig unterstützen, aber auf der anderen Seite wirklich einfordern auch, dass Sie entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Also nochmal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich glaube, das ist notwendig, darauf einfach immer wieder hinzuweisen. Ich mache das, wenn ich bei den einschlägigen Ministerinnen und Ministern bin und sage eben, es reicht eben nicht aus, nur etwas zu setzen als Recht, sondern es ist eben Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese gesetzten Rechte, dass die bei den Menschen auch ankommen, also im Unternehmen oder in der Dienststelle tatsächlich auch gelebt werden. Wenn ich dazu eine Nachfrage vielleicht mal stellen dürfte, hey, würden Sie es als sinnvoll erachten, wenn man diese Ressourcenbereitstellung für sowohl Gleichstellungsbeauftragte als auch Beauftragte für Menschen mit Behinderung als auch eventuell Diversity oder Beauftragte für Bi-POC-Menschen, wenn man diese Ressourcen, gesetzlich verpflichtend machen würde? Oder sehen Sie da eher die Problematik wieder, dass dadurch wieder so diese Verbindung zum Zwang hergestellt wird und dadurch wieder dann mehr Widerstand entsteht? Also wenn wir in einer idealen Welt leben würden, wo man sagen kann, da muss ich doch das Bewusstsein, dass das vernünftig ist, durchsetzen, dann glaube ich, könnte man auf Gesetze verzichten. Da wir das aber nicht sind in einer idealen Welt, bin ich schon der Meinung, wir müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen setzen. Und das haben wir ja beispielsweise, wenn es um das Thema Personalrat geht und die Frage der Freistellung oder Schwerbehindertenvertretung, der Frage der Freistellung, dann haben wir das auch gemacht, weil wir einfach wissen, wenn wir auf Freiwilligkeit setzen, können wir es im Grunde auch lassen. Deswegen setze ich mich einerseits dafür ein, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend haben. Ich weiß, dass das für manche eine Negativmotivation dann sein kann und dass die Akzeptanz dann vielleicht auch manchmal darunter leidet, aber wir leben leider Gottes eben nicht in einer idealen Welt. Deswegen braucht es aus meiner Sicht, das sage ich nicht nur, weil ich Jurist bin, sondern weil ich da ziemlich lange Erfahrung mit habe, wir brauchen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und das gilt auch für das Thema Diversity, klar. Vielen Dank, Herr Dusel. Die nächste Frage geht ein bisschen auf das Thema internationale Kulturpolitik beziehungsweise auch nur Kulturpolitik ein. Sie haben gesagt, dass Sie das auch machen, dass Sie das auch in Ihrem Haus, dieses Thema betreuen. Könnten Sie uns da ein bisschen mehr erzählen? Es ist ein großes Privileg, dass ich sowas machen darf. Das macht mir ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, am meisten Spaß. Mir macht alles Spaß, aber das macht mir besonders viel Spaß. Wir haben ein Format, das heißt Kultur im Kleisthaus.
Wir glauben daran, dass wir mit Kultur, mit Kunst Menschen abholen können, die wir vielleicht politisch nicht mehr erreichen oder nicht erreichen. Ich habe hier zwei wunderbare Referentinnen, die das Thema bearbeiten, und wir haben natürlich in der Pandemie unsere Formate verändern müssen. Wir reden über Demokratie im Zusammenhang mit Kunst und Kultur. Wir glauben nämlich, dass wir eine diverse und bunte Kulturpolitik brauchen in der Bundesrepublik Deutschland. Und das betrifft natürlich auch Kunst von Menschen mit Behinderungen, auch für Menschen mit Behinderungen. Ich habe in der letzten Legislatur ein neues Format gestartet. Das können Sie sich auch gerne im Internet anschauen. Das heißt Salon im Kleisthaus, das leider nur digital bislang durchgeführt wurde, wegen der Pandemie. Aber ich kann Ihnen vielleicht sagen, wen ich da eingeladen hatte und worüber wir da diskutiert haben. Ich bin gestartet mit einem Galeristen aus Kreuzberg, der weltweit unglaublich erfolgreich ist mit dem Verkaufen von moderner Kunst, bildender Kunst in der St. Agnes-Kirche. Das ist Johann König. Johann König ist nahezu blind und verkauft moderne Kunst. Und wir haben uns natürlich in diesem Format unterhalten über das Thema Bilder in den Köpfen und Bilder an den Wänden. Braucht es wirklich ein Sehvermögen, um Bilder zu beschreiben? Fand ich ziemlich spannend. Ich habe ein Format mit Igor Levit und Claudia Roth zum Thema diverse Erinnerungskultur. Da ging es um das Thema eben T4, also Euthanasie, die Frage, was bedeutet das für uns? Ich habe eine spannende Sache gemacht mit Helga Schubert, der Bachmann-Preisträgerin, Dame, die in der Nähe von Schwerin lebt, über 80 Jahre alt ist, die den Bachmann-Preis gewonnen hat für ein Buch, das ich wirklich jedem empfehlen kann. Und wir haben über das Thema Euthanasie gesprochen, weil sie ein Buch geschrieben hat, Die Welt da drinnen, und hat sich mit der Heil- und Pflegeanstalt in Schwerin beschäftigt. Wir haben eine Menge an unterschiedlichsten Leuten gehabt, und unsere Idee ist, auch zusammen mit dem Deutschen Kulturrat, mit dem wir eine große Veranstaltung gemacht haben, Demokratie braucht Kultur, Kultur braucht Demokratie, also ich spiele immer mit dem Thema Kultur, immer mit dem Thema Demokratie, einfach nochmal klar zu machen, dass beispielsweise Menschen mit Behinderung große Schwierigkeiten haben, in den Kulturbetrieb zu kommen. Weil beispielsweise für Musikerinnen und Musiker die Musikschulen, die kommunalen Musikschulen nicht barrierefrei sind. Also schauen Sie sich das gerne mal an. Format heißt Salon im Kleisthaus. Und die Idee ist natürlich, dass wir das jetzt fortsetzen und wieder präsenter werden. Wir machen viele Vorlesungen. Wir haben beispielsweise mal eine Mitarbeiterin des Museum of Modern Arts gehabt in New York, die hier eine Public Lesson gemacht hat zum Thema Talking about Accessibility, weil die im MoMA wirklich super Konzepte haben, um Menschen mit Beeinträchtigungen, die beispielsweise ihr Leben lang ins Museum gegangen sind, die aber dann beispielsweise dementiell erkranken oder die an Parkinson erkranken, denen weiterhin die Möglichkeit zu geben, ihr Museum, das sie lieben und das sie ihr Leben lang immer wieder besucht haben, auch weiter zu besuchen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt im Zusammenhang mit der auswärtigen Kulturpolitik einfach mehr gemeinsam machen, weil das unglaublich bereichernd sein kann und weil es uns als Bundesrepublik Deutschland, finde ich, richtig gut zu Gesicht steht, wenn wir auch über diese Formen von Kultur und Kunst reden. Vielen Dank, Herr Dusel. Das sind wirklich unheimlich spannende Formate, von denen Sie gerade eben erzählt haben. Helga Schubert hat ja auch das großartige Buch vom Aufstehen geschrieben. Das ist auch absolut empfehlenswert, glaube ich. Dann müssen Sie sich das anschauen, weil sie liest auch aus diesem Buch. Es geht eben auch um die Frage, wenn man dann älter wird. Ne? Und ja. Helga Schubert ist jetzt auch in etwas älterem Lebensalter. Wie empfindet man dann so die Barrieren? Salon Kleisthaus. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich anschauen. Es sind noch ein paar mehr Folgen dabei. Mit Tanschala zum Beispiel, jemanden, der im Rollstuhl sitzt, als Comedian, der jetzt, glaube ich, auch im Fernsehen präsent ist, mit einer Gehörlosen. Der richtige Begriff ist taub, obwohl man der immer so ein bisschen zuckt, aber es ist tatsächlich so, mit einer tauben Tänzerin, einer Weltmeisterin im Hip-Hop, Cassandra Wedel. Also ich finde das ziemlich spannend und es ist wirklich ein Privileg. Also ich mache normalerweise, der Beauftragte macht ansonsten sehr viel
Kernarbeit in Texten lesen. Also wir machen sehr viel Gesetze, wir begleiten sozusagen und beraten auch die Bundesregierung, wenn es um Gesetze geht. Das Behindertengleichstellungsgesetz, für die, die es interessiert, beschreibt auch meine Aufgabe in Paragraph 17 und Paragraph 18. Also wir müssen bei allen Gesetzen, bei allen Verordnungen, bei allen wichtigen Vorhaben, die die Situation von Menschen mit Behinderung betreffen könnten, und das sind, sage ich, 95% aller Gesetze, weil es geht ja um Menschen, Menschen mit Behinderung, Gesetze sind in der Regel für Menschen gemacht, müssen wir frühzeitig beteiligt werden. Und das klappt bei manchen Ressorts gut und bei anderen weniger gut, aber wir haben jetzt dafür gesorgt, dass es wirklich besser wird. Und das ist so die klassische Arbeit, also Gesetze lesen, Ideen entwickeln. Und daneben gibt es auch noch die Kultur und das ist großartig. Ich habe lange nach dem Abitur überlegt, ob ich Jura studieren soll oder Musik, habe mich dann für Jura entschieden, weiß aber, dass nur die kreativen Juristen die eigentlich guten Juristen sind. Das ist auch, also das kann eigentlich schon als Schlusswort gelten, nur die kreativen Juristen sind die guten Juristen. Aber es hört sich ja auch so an, dass Sie sehr involviert sind in dem Kulturwandel. Also es braucht einfach Kulturformate, damit eine Gesellschaft sich transformieren kann und sich öffnen kann für diese Themen. Genauso wie es beim Klimathema auch die Kultur und Kunst braucht, braucht es hier ja auch die Kultur und Kunst. Eine letzte Nachfrage vielleicht. Inwiefern haben Sie den Eindruck, dass das Auswärtige Amt oder die Außenpolitik sich mit der Innenpolitik ausreichend austauscht über diese Themen? Also weil ich weiß zum Beispiel, dass das Land Berlin die Senatsverwaltung für Kultur und Medien sehr viel auch im Bereich Kultur und Kunst für und mit Menschen oder von und mit Menschen mit Behinderung machen. Es gibt ja die zivilgesellschaftliche Organisation Diversity Arts Culture, die hier auch in Berlin sehr stark ist. Genau, also inwiefern haben Sie den Eindruck, dass dieses gegenseitige Lernen schon stattfindet und inwiefern könnte man das noch besser machen? Also Berlin ist natürlich ein ganz gutes Beispiel, was Diversity betrifft, aber auch da ist das Thema Menschen mit Behinderungen oftmals nicht mitgedacht. Und deswegen glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass man das tatsächlich in sein Bewusstsein reinholt. Immer dann, wenn wir über Diversität sprechen, sprechen wir über Vielfalt. Wenn wir über Vielfalt sprechen, dann müssen wir wirklich Vielfalt im Blick haben und dazu zählen natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die ja im Grunde auch alle Formen der Intersektionalität haben. Also ich habe zurzeit zum Beispiel ganz viel zu tun mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die mit Behinderungen leben. Natürlich auch Frauen mit Behinderungen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und ich erlebe halt immer noch sehr oft, dass man das Thema Politik für Menschen mit Behinderungen fokussiert auf bestimmte Themen. Also ich glaube, wenn man jemanden auf der Straße fragt, was hältst du von der Inklusion? Dann hätte man vor 10 Jahren wahrscheinlich oftmals die Antwort bekommen, ja, ich bin auch gegen Atomkraft. Mittlerweile wird es oft fokussiert auf das Thema Bildung. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass von den 13 Millionen Menschen nur 3% mit ihrer Behinderung geboren werden. Das heißt, für mehr als 90% der Menschen mit Behinderung spielt das Thema Bildung gar keine Rolle, weil sie zum Zeitpunkt, als sie zur Schule gegangen sind, gar nicht das Thema hatten, weil sie gar nicht eine Behinderung hatten. Das heißt, wir müssen über alle Lebensbereiche reden, über Außenpolitik, über Frage der inneren Sicherheit, über Fragen der Gesundheit, über Fragen des Wohnens, über Fragen der Arbeit, über Fragen der Freizeit. Und da wünsche ich mir mehr Austausch auch mit den einzelnen Ressorts. Die Zuschauenden können sich ja einfach mal vorstellen, sie machen jetzt mal die Augen zu und stellen sich vor, sie sind ab morgen, jetzt nehmen wir doch das klassische Beispiel, ab morgen sind sie auf dem Rollstuhl angewiesen. Und jetzt können Sie sich bitte mal überlegen, ob Sie Ihr Leben, das Sie bis jetzt führen, ob Sie das weiter so führen können. Also, kommen Sie in Ihre Wohnung rein oder kommen Sie da gar nicht mehr rein? Kommen Sie da raus oder kommen Sie da nicht mehr raus? Können Sie Ihre Freundinnen und Freunde in deren Wohnungen besuchen oder geht es eben plötzlich nicht mehr? Wie ist das? Kommen Sie zur Arbeit? Können Sie den öffentlichen Personennahverkehr benutzen oder nicht? Kommen Sie ganz profan, kommen Sie zu Ihrer Hausärztin oder zu Ihrem Facharzt oder ist die Barrierefreiheit da nicht gegeben? Wie sieht es aus am Abend? Kommen Sie ins Kino? Kommen Sie noch in Ihre Kneipe?
Wie sieht es aus, wenn Sie in Urlaub fahren? Und wenn Sie sich das vergegenwärtigen, dann werden Sie mitkriegen, welchen Nachholbedarf wir noch in der Bundesrepublik Deutschland haben insgesamt. Und da spielt auch das Thema Außenpolitik natürlich eine Rolle. Weil ich habe es gesagt, wenn es um die Goethe-Institute geht, wenn es um die Auslandsvertretungen geht, wenn es um die Informationen geht, also Stichwort, wie war es denn in der Pandemie, als es dann beispielsweise um Reisewarnungen ging? Waren die denn für Menschen mit kognitiven Einschränkungen in leichter Sprache verfügbar? Wie ist es über Informationen in der Außenpolitik für Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, die die deutsche Gebärdensprache eben als Muttersprache haben, die also die deutsche Schriftsprache als Fremdsprache wahrnehmen? Die meisten Menschen glauben ja, dass wenn jemand taub ist, wenn jemand gehörlos ist, dann kann er doch bitte die deutsche Schriftsprache lesen und verstehen. Und das ist ein Irrglaube, weil für die meisten Menschen, die von Geburt an taub sind, ist die deutsche Gebärdensprache die Muttersprache und die deutsche Sprache, auch die Schriftsprache, eine Fremdsprache. Das sozusagen zu wissen und entsprechend dann auch zu agieren als Behörde, weil natürlich auch Menschen mit Hörbehinderung und Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, als Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben. Ich glaube, das ist die Aufgabe und deswegen braucht es ganz viel Austausch in dem Zusammenhang innerhalb auch der Ressorts. Und mein Job ist es dafür natürlich auch, ja, Räume zu schaffen und Begegnungen zu ermöglichen. Aber ich freue mich sehr, dass ich eben heute bei Ihnen sein durfte, weil Sie sind natürlich auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren insgesamt. Und ich werbe sehr dafür, dass wir dieses Thema eben gemeinsam bearbeiten. Vielen Dank, Herr Dusel. Und ich hoffe, dass wir solche Räume der Begegnung unter anderem mit diesem Format auch schaffen können. Vielen Dank insgesamt für Ihre sehr wichtigen Einblicke. Ich glaube, wir alle haben heute auf jeden Fall nochmal ein bisschen dazu gelernt, gerade in Hinsicht darauf, was es eigentlich bedeutet oder was für starke Einschränkungen man als Mensch mit Behinderung in Deutschland machen muss. Das sind ja einfach Tatsachen, denen man sich als sonst gar nicht bewusst ist, wenn man mit der Thematik nicht in Berührung ist. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich da so engagiert für einsetzen. Wir hoffen, dass Sie das auch weiterhin in der Lage sein werden, das zu tun mit allen möglichen Ressourcen, die Sie dafür brauchen. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, auch Diplomats of Color und Diversity stehen Ihnen natürlich zur Seite. Ich hoffe sehr, dass wir da auch weitere Kooperationsformate finden und darüber hinaus auch mit dem Auswärtigen Amt generell zusammen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr aus dem Publikum gibt, was ich jetzt nicht gesehen habe, dann würde ich hier mit einer Fast-Punktlandung schließen. Möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken bei Lindner, der nicht mehr da ist, bei Ihnen, Herrn Dusel, für die Teilnahme und natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute dabei waren. Ich hoffe, wir konnten Ihnen allen ein paar Impulse mitgeben und würden uns natürlich auch freuen, einerseits über Feedback, andererseits, wenn wir Sie auch bei weiteren Veranstaltungen der jungen DGAP und Diplomats of Color begrüßen dürften. Damit würde ich hier schließen und wünsche allen noch einen sehr entspannten Feierabend und noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank.